Nö, 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 nö. Was Statistiken ungemein adelt, ist die gaußsche Glockenkurve, die ohne großen wissenschaftlichen Anspruch auch für die Verteilung der Idioten in Anspruch zu nehmen wäre. Unter der Voraussetzung, dass den Bauch der nach oben gewölbten Kurve die ganz normalen Leute ausfüllen, wären die 10% Idioten ungefähr dort anzusiedeln, wo die Glockenform nach unten ausläuft. Da das Leben aber auch hier ausgewogen sein sollte, wären gegenüber den Idioten die Genies zu lokalisieren, und zwar der irdischen Gerechtigkeit halber ebenfalls 10%. Ein Optimist würde sagen, die Welt ist voller Genies. Kolumne einer starken Tageszeitung. Wohnt in einer höheren Etage. Treppe, die ich versuche. Nehme alles auf Lunge, male aus dem Bauch und die Bilderwelt einfach kurz anschauen. Flüchtig, fliegen, durchrauschen. Erster Titel des Projekts war Kunstblumenstrauß. Überfluss.